Jetzt mal ganz ehrlich, was sollen wir in Deutschland eigentlich gegen den Klimawandel tun, wenn die Chinesen alleine 15 mal so viel Strom verbrauchen wie wir? Grundsätzlich, ja, das stimmt. China verbraucht rund 9000 Terawattstunden Strom pro Jahr, wir in Deutschland gerade mal 580. Und diese Stromproduktion verursacht natürlich eine Menge Treibhausgase, die den Klimawandel anheizen. Aber das ist nicht die ganze Story. China baut gerade ohne Ende erneuerbare Energien. Erst diesen Juli haben sie das größte Hybrid-Solar-Wasserkraftwerk der Welt in Betrieb genommen. In China erzeugt man gerade mehr Strom aus Solaranlagen als der Rest der Welt zusammengerechnet, und auch bei Windkraftwerken steht China auf Platz 1. Und wenn das so weitergeht, wird China seine selbstgesteckten Klimaziele bereits 5 Jahre früher erreichen als geplant. Aber, und das ist ein großes Aber, sie sind immer noch mit Abstand die größten Umweltsäue und werden es auch noch lange bleiben. Trotzdem ist es wichtig zu verstehen, dass dem Klimawandel Landesgrenzen herzlich egal sind. Jeder muss mitmachen, egal wie viel CO2 die anderen Länder produzieren.